So, wir kommen mal da hoch. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Okay, let's go. Na, das war ja super. Bergbasis. Schrei um Hilfe. Es ist eiskalt. Ja, kann ich nicht ändern. Hat keiner gesagt, dass du da reinspringen sollst. War hier noch was? Da. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Okay. Okay, okay, okay. Embrace the flames. Los, 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 los. Okay, was haben wir? Was haben wir hier noch? Okay. Wollen wir mal schauen, wa? Mhm. So eine Keule mit, wa? Alter, ich treffe alles, aber nur nicht den Typen, ne? Oh. Nur meiner nachmachen. Ich treffe alles, nur nicht diese Typen. So. Bams. Ein Schnabel. Mir lieber dein Loot. Na toll. Das sieht doch schon so ein bisschen aus wie eine Arena. Das Glas sieht zerbrechlich aus. War das sinnig? Ungläubige. Ah, okay. Niemand geht. Warte, hier haben wir noch so ein...
auch nicht so ein Dings hier? Nee, ne? Naja, gut. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ja. Nichts Glas. Das Glas, ne? Macht keinen Sinn, richtig? Welches Glas? Um durchzubrechen. Aber du kannst da oben hin, oder? Lara? Oh. Na dann los! Einmal kräftig, genau. Ja, hoppala. Oh shit. Wo willst du hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, jetzt macht's. Jetzt hab ich's. Hat lange genug gedauert, Leute. Aber ich hab's. Da ist es. Naja. Jetzt hab ich's verstanden. Gucken, ob's funktioniert. Der Idiot. Ach da. Oh Mann. Beende es. Bitte. Bitte. Fahr zur Hölle. Mit deinem Loot. Du hast da bestimmt auch Loot dabei. Hast du Loot? Aber ich freue mich ehrlich gesagt über unsere neue Knarre. Trotzdem. Oh hier. Sehr schön. Und was zum Lesen. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Na dann. Okay. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir mitnehmen können? Nö. Jetzt Licht an! Ihr seid ihr Arschgeigen. Scheiß Gebrenne hier.
sehe nichts. Was machst du denn da, Lara? Autsch. Boah. Der macht mich irre. Ihr macht mich irre. Die alten Frensen. Neues Lager entdeckt, Kartenraum. Wo denn? Mal hier, haben wir noch Vater was? Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Das ist eine gute Frage, das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Also, hallo? Jetzt hier das Lager hin. Vielleicht kann ich noch looten. Und ich auch. Danke dafür. So. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Gut, weiter. Hallo. Komm ich da hoch? Nee, ne? Los. Komm schon. Ein bisschen wegwischen, dann geht das. Das ist jetzt blöd. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh, hey. Nehmen wir mal was mit. Den Weg. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht.
Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Also will der uns jetzt quasi sagen, dass die Leute, die hier für die für die Stürme verantwortlich sind, haben die jetzt hier irgendwie so eine Sturmmaschine oder was? Das wäre ja crazy. Okay, das haben wir voll. Eis. Oh, ist das geil gemacht. Wow. Das mit dem Turm muss jetzt mal klappen. Schön wär's. Na, dann bin ich mal gespannt. Boah, das ist geil. Das ist doch nicht normal. Ist das geil. Noch was kochen? So, Fähigkeitspunkte haben wir auch welche. So, was machen wir denn jetzt hier mal? Überlebensupgrade? Jäger-Upgrades? Kämpfer-Upgrades? So, gemeistert. Was haben wir denn hier? Das können wir doch nicht machen, ne? Rang 2 abgehärtet. Okay, Kämpfer. Ah, okay. Vierer Schuss. Okay, gucken wir nochmal. Also, Schmerztoleranz. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Werfen Sie die Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um die Anfälligkeit ihrer Gegner zu machen. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, nehmen wir erstmal die Schmerztoleranz. Sehr schön. Wir nehmen es ein bisschen mehr ab. Wir kriegen jetzt ein bisschen mehr auf die Fresse und das macht nichts. Ausrüstung. Guck mal, was haben wir hier für Upgrades? Versteckte Wurfarme. Provisorischer Bogen. Ach, ich würde so gerne. Das nehmen wir. Wir haben mal wieder nicht genug. 175. Können wir auch nichts machen. Handfeuerwaffe. Gut. Haben wir erstmal. Haben wir jetzt erstmal die Dings gemacht. Dann, hey ho, let's go in die nächste Runde. Da müssen wir hin. Das war ja irgendwie klar. So. Aber wetten, dass ich da rühren muss. So. Alter. Hab ich mich verjagt. Nein. Quicktime. Ich mag kein Quicktime. Was das jetzt? Ich hab doch. Aber ich hab doch gedrückt. Ich hab. Ich schwöre. Das ist doch nicht normal. Sind die Waffen jetzt trotzdem abgegradet? Warte mal ganz kurz. Ja. Ich wollte es nur wissen. Wie war das denn, ey? So, jetzt müssen wir aufpassen. Mach ich. Schüssen! Oh, das hat weh. Aber hey.
viele sind es? Keine Ahnung, wollen wir mal gucken? Einige wahrscheinlich. Ach. Lappen. Lade nach. Ja, ich auch. Zu gut für dich, mein Freund. Noch irgendwo? Geh mal rüber. So. Komm schon. Da oben. Warte mal.